zweite Woche, 12. Tag, Muscle Commander. Und zwar heute geht es wieder ins Rückentraining. Heute jetzt einfach nochmal die Frage, wie hoch sollte ich die Gewichte auf jeden Fall wählen, damit Muskelaufbau betrieben wird? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, wo es auch keine klare Antwort für gibt. Und zwar kann man nur den Grundsatz einhalten, wenn man progressiv Trainingsfortschritt erreicht, dementsprechend die Superkompensation einhält und tendenziell immer mehr Gewicht schafft, ordentlich schafft, den vollen Bewegungsablauf, geht einher mit der gesamten Intensität auch natürlich Kraftzuwachs. Dementsprechend der überschwellige Reiz führt in der Regenerationsphase zu mehr Muskelaufbau und mehr Muskelaufbau hat natürlich genau das Ziel, was ihr dementsprechend erreichen wollt. Deswegen achtet darauf, dass die Bewegungsausführung korrekt ist. Konzentriert euch darauf, wie der Bewegungsablauf ist. Mentale Anspannung, das heißt, es ist auch sehr, sehr wichtig, damit ihr die Bewegung initiiert könnt. Welchen Muskel ihr trainiert, den Zielmuskel natürlich anspannen, mental und viel Erfolg.